Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dorfleben zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und wir gehen an die Oberfläche. Ja. Oberfläche, Oberfläche. Ich habe nur ein Problem. Wieso? Ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Schatz? Ja. Geh mal um. Ach so, ich stehe da. Guck mal, das ist wie in 7 Days to Die, unser Loch. Wir müssen einfach durch das Loch raus. Ja. Scheiß auf Minecraft Dorfleben. Wir bleiben unten. Wir wissen. Hol die jetzt Dorfbewohner runter. Minecraft Höhle. Na toll, es ist Nacht. Sollen wir kurz schlafen gehen? Ja. Unser Haus. Wir kennen es ja schon fast gar nicht mehr. Morgen. Guten Morgen. Tja, jetzt aber. Hoppel die Hopp. Moment, wo willst du denn hin? Ich weiß nicht. Zum Strand? Ich brauche Sand. Ich sehe Sand von hier. Auf der anderen Seite. Die Frage ist, da ist auch Sand. Aber wir könnten auch gucken. Wer ist denn da auf dem Wasser? Das weiß ich nicht, den sehe ich auch nicht. Okay. Ich ignoriere ihn einfach. Einfach Sand. Ich drifte. Au! Hat der gerade auf mich geschossen? Mal. Au! Hi! Nee. Bitte nicht. Hab ihn getötet. Oh, hier ist auch Sand. Hier müssen wir ja noch für unser Dorf dann später mal den kleinen Hafenbereich machen, ne? Weil ja, hier ist stimmt. Doch die offene See, wo wir zum Dorf kommen, ne? Wir sollten sowieso mal, also jetzt, nachdem wir jetzt das Glas da reingesetzt haben in den Boden, ja? Mhm. Und nachdem wir jetzt, oh Gott, nein, das driftet alles da, oh Gott. Sollten wir uns mal Gedanken über die weitere Dorfplanung in Form von, wo kommt welches Gebäude hin, etc. Sollten wir machen, Hilfe! Was denn du da? Ich baue einen Wasserfall. Ah, ich auch. Ja, siehst du? Oh nein, da driftet Sand weg. Warte, ich lock's hier rüber. Da ist der Eingang zur Kanalisation. Da machen wir die Kanalisation da unten. Oh ja. Bis jetzt davon. So richtig, so eklig, schlotzig. Nee. Mit Toiletten, wo Pipi noch drin ist. Und das kann man dann abkochen, dann hat man Wasser. Genau. Du hast mein Inventar voll. Achso, weil ich das da nicht brauche. So, wir sollten aber gleich mal. Also, ich habe einen Stack. Wie viel hast du? Also, einen Stapel, 64 Stück? Ich habe keine Ahnung, ich baue gerade ab. Das schwimmt hier alles davon. Ich bin reingetrieben. Wo reingetrieben? In die Höhle. In die Kanalisation. Ich sehe dich da voll rumspacken. Lalalalalalalala. Du musst alles weg, alles weg. Stein schwimmt mir hier weg. Lass mich wieder raus. Hilfe, Hilfe. Ich werde sterben. Du musst Leertaste gedrückt halten. Ich bin noch so jung. Ja, eigentlich nicht. Was eigentlich nicht? Ich bin am Leben. Ja. Was ist das hier? Oh, da ist auch ein Eingang zu einer Höhle. Bist du denn überhaupt? Na, hier vorne. Wo ist hier vorne? Du hast mich doch gerade angeschaut. Was, neu? Ich sehe dich doch. Ich sehe dich aber nicht. Jetzt guck mal rechts. Alter! Hier ist auch eine Höhle, guck mal. Oh, willkommen zur Kanalisation Teil 2. Warte, wir fluten sie. Darf ich sie fluten? Ja, vielleicht sollen wir kurz mal einen Blick reinwerfen. Moment. Da lohnt sich nicht. Hier ist nichts. Hier geht's nicht weiter. Dann flute ich sie. Okay. Du bist hoffentlich nicht. Ich muss erst mal raus. Was? Lohne sie doch mal richtig.
Na jetzt? Warum geht es da nicht weiter? Ja, aber was denn nur bis zu der bestimmten Grenze fließt? Achso. Guck, jetzt geht's weiter. Oh, hier ist ganz viel schon mal. Deck. Wow, mich zieht's hier weg. Hast du super viel Spaß mit dem Wasser? Ja, irgendwie nimmt es mich hier gerade mit. So. Machen wir hier nochmal ein bisschen Wasser. Hilfe. Okay. Mal ertrinken kannst du ja nicht, ne? Doch. Kannst du? Oh, meine Schaufel ist gleich kaputt. So. Ja, wir sollten das Glas sowieso eben einschmelzen, dass wir schon mal an unser Bodenluke gehen. Hier bevor ist die so viel. Ja, das brauchen wir auch später noch. Wir brauchen noch mehr Glas. Schatz, stopp! Ja? Ich komm jetzt. Wir müssen das Glas einschmelzen. Und mal kurz gucken, ob Harry und Harald und Heribert und Hermine noch leben. Aha. Ah, einen sehe ich. Ah, dieser Golem ist immer noch hier drin. Nein, bleib da drin, geh nicht raus. Was macht der da? Der Golem lebt immer noch. Wir sollten auf jeden Fall noch jetzt als nächstes Hütten bauen. Okay. Kleine Hütten, dass die Dorfbewohner Häuser haben. Mit maximal so 2 Betten. Okay. Du weißt, ne? Für. Ja, ja. Für ihre Stündle. Ja. La 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 la. Oh. La 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 la. La la la. Au! Vorbeigedringelt. Das ist nicht nett. Ich bin auch nicht nett. Das so. Geht auch schneller runter. Ich habe 64 und 26. Ich habe gar nicht so viel. Okay. Viel mehr habe ich aber auch nicht. Achso, da ist ja überall gecleanter. Da, das ist kein gecleanter Stone drin. Packst du einfach mal 32 in den ersten Ofen und, oh Gott. 32 in den Ofen da drunter. Also, du nimmst die Hälfte von dem Stapel. Weißt du? Ja. Der erste und der zweite hier, die beiden sind leer. Gut, 23, hab ich noch. Ach, da hast du auch noch. Okay. So. Achso, wir könnten jetzt mal das hier. Wie lange braucht es jetzt? Oh, das geht relativ fix. Ups, das ist Bruchstein. Ich nehme mir mal 2 raus. Ach nee, hier sind ja auch noch. Ich habe noch mal 64. Die waren unten drin. Ganz kurz hier nochmal, bevor wir das Lager komplett immer hier ein bisschen so. Ich nehme mal ein, ich will mal ein Glas setzen. Kannst du alles an Glas, was wir haben, erstmal mitnehmen schon? So. Okay. Und? Ja. Wir könnten. Warte mal, bevor du was setzt. Warte, behalt die mal ganz kurz. Ach, wie war das nochmal? Es gibt das. Da. Ah, okay, das waren die. Was machst du? Ich guck gerade wegen Glas färben. Ah, nee, okay. Das ging auch so. Ah, okay, Moment. Lass mich mal kurz was testen. Weil hier ist ja jetzt dieser komische Rand dazwischen. Das sieht ja so ein bisschen. Bisschen komisch aus. Wenn ich jetzt aber das hier mit dem Kombi. Nee, nee. Ach so. Moment, geht nicht zu kombinieren. Sekunde, bin gleich wieder da. Mhm. Dann war das. Fehlt mir ein Glas. Okay. Zack.
Wenn wir jetzt... Wie willst du es denn einfärben? Was willst du denn machen? Ja, warte mal. Ich habe jetzt mal... Guck mal, ich habe jetzt mal weißes Glas gemacht, ja? Weil ich mache das mal hier lang. Hier. Hinter dir. Pass auf. Oh, das ist gut. Dann das sieht man die Ränder dann. Ohne Rand, genau. Weil, guck mal, das ist jetzt weiß gefärbt und das hier wäre jetzt mit Rand. Nee, dann machen wir ohne. Machen wir ohne Rand, ne? Weil wenn du die jetzt hier entfernst, ist natürlich das Problem, dass das Glas jetzt kaputt geht. Ach so. Aber gut. Ja, ich habe ja nochmal 64 bei mir. Dann packe ich die wieder rein. Kann ich die zurück in den Ofen? Die brauchst du, kannst du mir gleich geben. Weil ich habe ein paar Knochen. Noch, ich habe nur ein bisschen Knochenmehl. Du brauchst Knochen. Da machst du die zum Mehl in deinem Inventar oben, ne, in dieser Leiste. Ja. Und dann musst du, was sind das, 8? Ja, das kannst du mal machen. Na ja, Schatz. Ha? Nimmst du mal das Glas und das Knochenmehl, das die Farbstoff. So, Moment, ich gebe dir erstmal noch einen Knochen, damit du... Das klingt blöd, wenn ich sage, ich gebe dir doch erstmal noch einen Knochen. Ja, hier hast du feine Knochen. Ja. So, pass auf. Wenn du jetzt in dein Inventar gehst, packst du oben mal die Knochen rein, die ich dir gerade gegeben habe, oder alle Knochen, die du hast, vollkommen egal. So, alle auf 4 Plätze? Nee, auf einen Platz. Okay. Jetzt kriegst du Knochenmehl raus, ne? Ja. Jetzt nimmst du das mal komplett raus. Ja, warte. Okay. 21. Und jetzt legst du das ganze Knochenmehl, was du gekriegt hast, oben wieder rein. Einfach in eins rein. Okay, jetzt kommt weißer Farbstoff. Genau, die nimmst du mal komplett raus. Und dann gehst du mal ganz kurz gucken. Ja, in den Öfen hier ist noch Glas drin. Nimm das auch mal mit raus. Ja, Moment. Ich werde das erstmal. Oh je, da kommen schon wieder Geräusche. Ignorieren. Nimmst das ganze Glas mal raus, dann hast du alles bei dir. Okay. Okay. Jetzt an die Werkbank. Ja. Jetzt legst du mal den weißen Farbstoff komplett in die Mitte schon mal. Alles. Genau. Okay. Und jetzt gehst du mit dem Glas, nimmst du das mal mit der Maus auf, also sprich mit rechter Maustaste gedrückt halten. Mhm. Und dann gehst du einmal außen um die Farbe rum mit dem Glas. Dann verteilst du es gleichmäßig auf alle Punkte. Und am Ende lässt du los beim letzten Punkt. Ja, hab 8. Und dann nimmst du das Ganze raus. Jetzt dürftest du so viel weißes Glas haben, wie wir können. Ja, ich muss halt jetzt alle erstmal da rum. Okay. Warte, hier habe ich schon mal welche, die gebe ich dir. Ja, Moment, ich muss eben kurz beeilen. Der eine Ofen hier ist sonst gleich aus. So. Nicht das. Der ist noch. Der ist auch gleich aus. Okay, jetzt fehlt mir noch ein bisschen. Warte, Glas kann ich dir noch ein bisschen auch zuwerfen. Ich habe noch ein bisschen. Nee, ich bin gerade drin im Ofen. Hier ist 15 Glas. So, du hast das ganze weiße Glas, ne? Ja. Hier ist noch. Hey. Du hast dich schon wieder aufgesammelt. Hä? Ja. Hier. 64. Nice. Ich gehe mal ein bisschen basteln. Mhm. Muss ich natürlich aufpassen, wo ich das hinsetze. Dass du es nur siehst, wo du es hingesetzt hast, vor allen Dingen. Ja. Ja, vor allen Dingen, du siehst so schwer, wo du schon warst. Ja, eben. Du musst gerade mit System durchgehen. Süß was? Gegenteil von Chaos. Ach so, das Ding, das kenne ich nicht. Sorry, da bin ich raus.
So. Merkst ja, wo du runterfällst. Achtung. Oh. Oh ja. Dankeschön. Oh, das ist aber echt fies zu sehen. Du merkst doch, wo du runterfällst. Du musst da komplett drüber laufen. Ja. Ja, über dem Netherrack, also über dem roten Zeug, kannst du das sehr, sehr gut erkennen. Aber über dem normalen Boot, also über den Glowstone, siehst du das halt so schwierig. Ja. So. Da jetzt braucht es noch ganz kurz, bis da die... cool hier drüber laufen. Das ist echt... Achtung. Sieht gut aus. Oh, danke, Ski. Jetzt haben wir vorhin schon den ersten Bereich. Cool. Komplett ausgeglast, wobei ich da noch gesehen hatte, dass ich da, glaube ich, noch was ausbessern will. Nicht so. Ja, das gefällt mir besser. Guck mal, ich habe ja noch 64 drin. Jetzt gucken wir mal, ob es reicht. Ansonsten kann ich da nämlich noch ein bisschen nachschmeißen. Mhm. Ja, das sieht besser aus. Was machst du? Ah, ich hab noch oben an den Balken was ausgebessert. Das gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Dem noch so ein bisschen Struktur verpasst hier, siehst du? Ein bisschen tiefer gemacht. Okay. Sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. Aber jetzt ist das Lager ja gar nicht so geworden, wie du es eigentlich gedacht hattest, ne? Wieso? Also zumindest nicht ganz so. Die Grundstruktur ist so, wie ich es gedacht habe. Okay. Das andere jetzt ist ja quasi das, was wir daraus gemacht haben. Das ist ja der Vorteil an dem Lager. Du kannst es halt so gestalten, wie du möchtest. Ja. Ja, es geht halt, da ging es halt wirklich um die Grundsubstanz. Und die haben wir ja so gemacht, wie es gewollte, wie sollte. So, liebe Lüt, das soll es aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.